Auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung. Wir befinden uns hier im etwas nassen und kühlen Niederlanden. Wir stehen auf dem Camperplatz Brauersdamm. Der Platz ist noch nicht allzu alt, knapp 2 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Und nach einer Odyssee gestern haben wir hier kurzfristig auf Heiligabend unseren Start in die Weihnachtszeit gestartet. Wir finden den Platz recht angenehm. Er liegt direkt zwischen dem Grevelinger Meer und dem Brauersdamm. Hinten am Horizont könnt ihr den Deichsund sehen und hinter den Bäumen geht es auch schon zum Strand. Guter Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen. Zum Ort Scharendijk ist es auch nur 1 Kilometer. Und für Camper ist an dem Platz alles da, was man natürlich wieder begehrt. Und wir zeigen euch das natürlich. Kommt mit! Wenn ihr angefahren kommt, macht nicht den Fehler, den wir gestern gemacht haben und stellt euch vor die Schranke, weil die Schranke öffnet sich mit einem Pin, den es euch auch ermöglicht, während ihr auf dem Platz, während eurer gebuchten Zeit steht, den Stellplatz zu verlassen und um euch eben auf dem Autostrand am Brauersdamm euch hinzustellen und abends wieder reinzufahren. Dafür gibt es nämlich extra hier diese Wartebuchten, bei denen ihr bis zu 3 Stunden stehen dürft, um euch einzuloggen oder vielleicht auszuharren, wenn der Platz im Sommer gefüllt ist, bis vielleicht jemand fährt. Abreise ist immer bis 12.15 Uhr. Bis dahin müsst ihr den Platz verlassen haben. Da der Platz ja noch nicht allzu alt ist, geht hier alles elektronisch. Und bevor ihr euch eincheckt, könnt ihr hier auf dem Plan euch, oder müsst ihr sogar auf dem Plan euch einen Stellplatz aussuchen. Das ist das Stellplatzgelände. Ihr befindet euch hier mit den Wartebuchten. Hier ist der Eincheckpoint und hier haben wir die Stellplätze. Im Sommer können auch die auf dem Rasen mitgenutzt werden. Heute bei dem Wetter rate ich davon ab. Ich habe nämlich schon gesehen, dass unsere Matte sich mit dem Boden vereint hat. Also so viel aufgeweicht ist der Boden. Hier oben sind noch Platz für extrem lange Liner, aber das zeigen wir euch gleich auch, wenn wir mal über den Platz gehen. Der Platz gehört zum Camping Dünenstrand, wo ihr in den Saisonmonaten auch einen Supermarkt, eine Diskothek und ein Lokal sowie einen Snackbar findet. Gestern auf Heiligabend, ich hatte gedacht, wir finden noch was, weil wir auch nicht einkaufen waren, war aber alles geschlossen und ich bin dann unverrichteter Dinge mit hungrigem Magen zurückgegangen. Da steht schon, Alfred hat es euch gerade gezeigt, der Platz kostet inklusive 2 Personen und dem Strom, der mit 10 Ampere abgesichert ist, der Nutzung des Service Points, also sprich Entwässerung, ich habe es verbaut, Wasser, Entsorgung, Gauwasser und Chemie plus dem WLAN 24 Euro. Kurtaxe ist da auch schon inklusive. Hat also auch reibungslos funktioniert. Das Einzige ist, ihr könnt hier nur bargeldlos zahlen. So, wir wollen verlängern, weil wir gesagt haben, das Wetter wird besser. Wir bleiben hier stehen. Das ist super ruhig gewesen die Nacht. Es gibt ja da einige Kritikpunkte, dass der ein oder andere sagt, hier ist es verdammt laut. Ja, in den Sommerferien gibt es hier wohl direkt angrenzend irgendwo ein Jugendcamp. Es geht die Hauptstraße vom Brauersdamm auf der einen Seite vorbei und auf der anderen Seite die Straße nach Scharendijk. Wir haben nichts gehört. Allerdings, heute ist der erste Weihnachtstag. In der Hochsaison kann es natürlich so sein, aber wir können es euch nicht sagen. So, kommen wir zu dem, was wir hier alles sehen. Wir haben hier den Bezahlautomaten, daneben eine elektronische Touristeninformation mit netten Touchscreen. Es gibt verschiedene Veranstaltungen, die hier gelesen und genutzt werden können, inklusive immer dem QR-Code, wo ihr euch das dann aufs Handy schicken könnt. Oben links. Ach, das ist der Fall. Ne, mit gratis Schlittschuhfahren. Ich weiß jetzt nicht, wo, weil ich es gerade wieder weggeklickt habe. Ihr könnt hier gucken, wo ihr E-Bikes laden könnt. Hier
dann, was es alles so gibt, Wanderrouten, wo man essen kann. Also die Dinger sind gut, die haben wir hier immer wieder schon auf Seeland gefunden. Hier das Ganze nochmal von oben. Ey, zurück! Ich will zurück! Ja, so sieht der Platz im Sommer aus, aber das will ich euch jetzt nicht zeigen. Dann Alfred, ah, da ist es wieder. Ne? Hier haben wir den Stellplatz, da ist der Campingplatz, hier ist das Grevelinger Meer, hier habt ihr den offenen Strand, hier ist Renetz und auf der anderen Seite haben wir noch den Automaten. Das Einzige, was nicht inklusive ist, ist das Duschen. Hier könnt ihr Duschmünzen gegen den Einwurf von Bargeld euch ziehen. 5 Minuten, ne, waren 5 Minuten duschen, da kostet 1,50 Euro. Denke mal, ist auch ein adäquater Preis, kann man mitleben. Und dann wollen wir unseren Platz verlängern. Es sind keine Gespanne, Zeltanhänger oder Zelte auf dem Platz erlaubt. Dafür gibt es ja auch nebenan den Campingplatz. Ich will nun versuchen, hier zu bücken. Also, aber man kann die Sprache auslesen. Versuch zuerst mal, um dich zu lernen. Viersprachig, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Englisch. Allgemeine Geschäftsbedingungen haben wir gestern uns schon angeguckt. Und weiter, please wait, how much, wie viele Personen seid ihr? Hier wählt ihr aus, mit wie vielen Personen ihr hier ankommt. Bei 2 Personen ist Erwachsenen ist das ja schon im Preis drin. Babys sind kostenlos, die Kinder kosten, glaube ich, extra. Aber da müssten wir nachgucken. Und schon geht es weiter. Dann wollen wir 2 Nächte verlängern. Wir wollen 2 Nächte verlängern, weil morgen soll es nicht regnen. Und wie ihr seht, guckt mal, bis 14 Nächte. Geil. Dann müsst ihr euren Platz auswählen. Wir stehen auf B3. Ja. Und haben wir keinen, die hier erlaubt sind. Und dann gebt ihr euer Kennzeichen ein. Und dann erhaltet ihr euer Billett, wo ihr den Zugangscode für die Schranke drauf findet und WLAN, ne? Und WLAN. Und das den WLAN-Code. Okay, wir haben jetzt für die 2 Nächte 48 Euro, 24 mal 2, für die Verlängerung bezahlt und werden jetzt euch den Rest des Platzes zeigen. Ihr geht also jetzt zurück zu eurem Wohnmobil, fahrt vor die Schranke und tippt den Code ein. Nicht wundern, dass es jetzt was dunkler ist. Wir blenden nämlich jetzt eine kleine Korrektur ein. Der Stellplatz verfügt über nicht 55, sondern 83 Stellplätze ohne diese Bereiche, die dann vom Campingplatz als Ausweichmöglichkeit genutzt werden können. Und Hunde kosten 2,50 Euro, Kinder ab 3 Jahre bis 13 Jahre 3,08 Euro. Darüber zählen sie als Erwachsene mit 6,08 Euro. Jeder weitere Erwachsene dann mit mehr als 2. Ebenso, wie gesagt, um 5 Minuten duschen hat man ja schon mit 1,50. Sorry, ich habe es vorher nicht gelesen. Bin ja bekanntlich blind, ich habe es nämlich gar nicht gesehen. So, Korrektur, Ende. So, Scheibe runter, Code eingeben, OK drücken und durchfahren. Direkt hinter der Einfahrtschranke habt ihr die Müllentsorgung. Entsprechend die klassischen Container und Sammelbehälter für den Restabfall, wie man es von zu Hause kennt. Hier habt ihr auch die... Und hier für Glas. Den habe ich nämlich eben gesucht. Und hier habt ihr auch den Hundekot, Tütenbehälter und wenn Tüti voll, Gacka in den Abfall. Hunde, wie gesagt, sind erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. So, wir gehen mit euch erstmal zur Entsorgung und zum Sanitärgebäude. Wie der Platz aussieht, habt ihr ja jetzt schon mal einen groben Überblick und den Rest zeigen wir euch gleich. Macht ihr euch vielleicht Gedanken, was gibt es hier noch alles zu entdecken? Könnt ihr gerne unser Video
zu unserer Hollandreise 2023 im Winter gucken. Wir haben noch mehrere Orte angefahren, weitere Plätze vorgestellt und zeigen euch natürlich auch, was es hier rund um den Brouwersdam noch zu entdecken gibt. Schaut mal in die andere Playlist, in unsere Holland-Playlist, dort findet ihr den Rest. So, und Patty sagte ja eben, dass da hinten für die Liner wäre und ich bin der Meinung, dass auch hier die Liner drauf passen würden. Ja, so viel Platz wie hinter dem ist auf jeden Fall. Weil das ist immer ein Stellplatz und die sind ziemlich lang. Ja. Ja, das sind die Plätze, die im Sommer noch mitgenutzt werden können. Wobei es explizit da vorne steht, keine Wohnwagen. Ich weiß nicht, warum die hier stehen. Vielleicht dürfen die hier. Dieses Teil, das ist ja Feld A, ist auch und C und E und D und I. Ja. Sind ja auf dem Plan, der da vorne hängt, wo das steht, nicht drauf. Ja, dann ist das bestimmt irgendwie noch mit dem Campingplatz zusammenhängend. Es gibt irgendwie eine Ausweichwiese noch, aber das können wir euch leider nicht genauer erklären. So, ihr seht ja hier die Felder, wo auch noch hier und da ein Wohnwagen steht. Die gehören nicht zu Platz B, weil auf Platz B dürfen nur Wohnmobile stehen. Ich denke mal, dass man hier auch mit dem Wohnwagen auf A bis I, glaube ich, stehen darf. Wissen wir aber nicht genau. Schaut mal auf die Homepage. Also ich höre jetzt gerade, wenn du da auf den Zeltbereichen stehst, da hörst du die Straße, also die über den Brouwersdam geht, schon gut. Hinten, wo wir standen, hast du nicht viel gehört. Gegenüber vom Sanitärgebäude haben wir direkt zwei identische Entsorgungsstationen, die ihr wirklich auch mit einem großen Gerät anfahren könnt. Ihr habt hier eine viele Meter lange Entsorgungsrinne, wo ihr ablassen könnt. Im Grunde können sogar zwei Wohnmobile reinfahren, weil deshalb ist auch der, ich denke mal, die Trennlinie hier, weil es gibt ja auch zwei Wasseranschlüsse für die Wasserversorgung plus die Chemietoilettenentleerung in der Mitte. Wobei ich jedem rate, seinen Wasserschlauch separat anzuschließen und nicht die vorgegebenen Schläuche hier zu benutzen. Man weiß nie, ob da nicht einer auf die Idee gekommen ist, seine Toilette mit umzuspülen. Hier, wie gesagt, die Chemietoilettenentleerung, Entsorgungsstation, picobello sauber. Auch hier der Ausguss, alles super gepflegt und entsprechend mit dem Spülwasseranschluss, um eure Toilette nochmal umzuspülen. Gleiche identische Entsorgungsstation, wieder für zwei Wohnmobile, befindet sich auch noch dahinter. Wir sind jetzt schon fast hinter dem Sanitärgebäude, wo wir auch noch mal, damit man nicht bis zum Anfang laufen muss, eine Müllstation habt, um euren Restmüll entsorgen zu können. Der Platz verfügt über 55 Wohnmobilstellplätze und ist beleuchtet. Ich glaube, um 9 Uhr ging heute Morgen das Licht aus. Also wir hatten schon, saßen beim Frühstück, als das Licht ausging, und haben heute ein bisschen länger gelegen. Ist wirklich gut beleuchtet und auch im Eingangsbereich noch mit einer netten Lichterkette. Von daher an alles gedacht. Im Sanitärversorgungsgebäude habt ihr Außenspülbecken, die im Winter verschlossen sind. Wie so manches andere auch. Also ich kann das jetzt auch nicht anheben, will ich nicht. Aber hier haben wir Möglichkeiten, Geschirr zu spülen hinter. Linke Seite Herren, rechte Seite Damen. Im Sommer haben wir hier draußen auch nochmal Waschbecken, wo ihr sandige Sachen, Hunde, die mit kaltem Wasser klarkommen, oder Sandspielzeug oder die Füße der Kinder reinigen könnt. Wir haben hier nochmal Außentoiletten, die jetzt geschlossen sind im Winter. Die ganze Reihe sind Außentoiletten-Damen. Die sind jetzt geschlossen. Innen drin haben wir natürlich auch welche. Dann haben wir hier nochmal Toiletten und Duschen für Damen und Herren gemeinsam. Wobei auch hier die Duschen im Winter geschlossen sind. Ich meine, man muss sie ja nicht unnötig putzen.
weil ausreichend Duschen auch noch in dem anderen Bereich sind. Hier haben wir Toiletten, picobello sauber, alles bestens. Man merkt auch, dass das Gebäude noch nicht allzu alt ist. Alles sehr gepflegt. Gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber ist absolut funktionell und für die 24 Euro völlig ausreichend, weil ich will mir hier vielleicht die Zähne putzen oder meine Toilette nutzen, weil ich keine an Bord habe oder die nicht nutzen möchte. Alles gar entsprechend ausreichend geheizt und völlig ausreichend. Auf der Herrenseite haben wir noch ein Urinal von außen und ansonsten die gleiche Sicht wie hier. Wir können einmal dort vorbeigehen und von vorne kommt man nochmal in den großen Wasch- und Duschbereich. Ne? Bei den Herren identisch, auch im Winter teilweise geschlossen. Auch hier wieder das Ausgussbecken, Außenareal, Areal, Urinal, die Toiletten jetzt geschlossen. Hier nochmal. Und das müsste auch nochmal eine Chemietoilettenentleerung sein. Ne? Das sieht so aus. Die im Winter aber auch geschlossen ist. Ich glaube nicht, dass das bis zur Wahl benutzt werden soll. Hier haben wir entsprechend nochmal Außenspülbereiche und der Alfred geht jetzt mit euch in den Bereich der Herren. So, hier kann man sich ein bisschen Wasser holen, Wäsche waschen zur Not. Hier zwei normale Spülbecken. Jede Menge Waschbecken und hier haben wir schon eine Dusche, Münzautomat, zweimal zum Aufhängen, kleine Ablage. Was ganz wichtig ist, was ich meistens vermisse, sind diese Ablagen in der Dusche für Duschzeug und so weiter abzulegen. Da oben haben wir die Brause. Ja, und den Abfluss. Und hier steht nochmal ein Abzieher, den man dann, wenn man praktisch ist, benutzen sollte. Hier sind insgesamt 2, 4, 5 Duschen. Schauen wir mal, was da hinten noch ist. Ich denke mal, das sind Toiletten, die sind aber jetzt abgeschlossen. Und diese Dusche ist auch geschlossen. So, gehen wir wieder raus zu Betty. Und Betty geht wieder ihrem Hobby nach, andere Leute fotografieren. Allerdings immer auf Wunsch der Leute. Noch ein Knutsch. So, wie ihr seht, haben die Stellplätze, die nicht außen sind, auch einen Abfluss in der Mitte. Der ist allerdings nicht für Grauwasser, sondern der ist dafür da, weil diese Plätze eine kleine Kuhle haben, damit das Wasser vernünftig ablaufen kann. Die äußeren Plätze haben das nicht, warum auch immer. Aber sind relativ gerade. Jeder Platz verfügt über einen eigenen Stromanschluss, der, wie gesagt, im Preis inklusive ist. Also nicht wundern, dass wir fremd beamen. Bei uns war die Steckdose, die Adapter da drin, die Pins, waren etwas verbogen und wir wollten jetzt keinen rufen. Hier ist ja Platz genug. Haben wir uns irgendwo anders angesteckt. Aber ansonsten wäre der Campingplatz jetzt besetzt. Hätte man ja was sagen können, aber ist ja genug frei. So, der Platz selber
Die Fahrrinne, genau, ist geschottert. Ich hab dich wieder unterbrochen, mein Schatz. Ja, wie immer, so kenne ich das. Sorry. Du sagtest schon, er ist geschottert. Der Rasen ist jetzt in dem Wetter ein bisschen matschig. Wobei, man muss sagen, 2 Wochen Dauerregen. Ne? Ja, die Felder klar, sehen aus wie kleine Seen. Also das ist ein Wunder, dass das hier nicht noch mehr Wasser steht. Da ist anscheinend auch etwas Kiss-Sand gemischt runter, aber trotzdem läuft das nicht mehr so richtig ab. Aber im Sommer, denke ich mal, ist das ausreichend, auch für eine Markise aufzumachen. Ich sag mal, du hast ja auch... Man kann ja auch noch ein bisschen weiter nach links rüberfahren. Ich bin ja noch ziemlich mittig reingefahren. Ja, dann vor allem, ist ja noch was mehr Platz. Wenn du jetzt hier beim Nachbarn siehst, du hast ja auch die Möglichkeit, dich noch hinter das Wohnmobil oder vor das Wohnmobil, je nachdem, wie du reinfährst, zu stellen. Bei den Plätzen auf jeden Fall. Vorne, der hat eine richtige Spielwiese an Rasen noch da dran, die äußeren Plätze. Wir waren gestern so genervt, wir haben ja nur gesagt, Hauptsache wir stehen. Wir sind gestern, wie gesagt, da bei den über 90 km/h über die eine oder andere Brücke und Deiche gefahren. Wir waren so durchgeschüttelt und es wurde dunkel. Da haben wir uns auf den erstbesten freien Platz gestellt. Da wollten wir einfach nicht mehr. Es war Heiligabend und jetzt, ich muss es sagen, wir wollten essen gehen. Es ist ja alles zu gewesen. Oder ich habe es im Dunkeln nicht gefunden. Wir waren auch nicht einkaufen. Es gab Chips, Nutella und Kiwis. Ja, neues also Weihnachtsessen. Sag noch mal was gegen Kartoffelsalat und Bockwürstchen zu Heiligabend. Das wäre eine Delikatesse gewesen, auch ohne Senf und Ketchup. So, musste ich mal kurz erwähnen. Wir haben es überlebt. Ja, wir leben noch. Genau. So, und jetzt? Haben wir nichts vergessen. Klar, entsprechend hängen genügend Feuerlöscher hier rum. Es gibt auch vorne noch einen Löschschlauch. Für Sicherheit ist alles gegeben. Der Platz ist videoüberwacht. Einzige Anmerkung, die ich noch habe, gestern bei dem Sturm, ihr seht da diese Holzwand und die war auf der rechten Seite doch, ja, sag mal, etwas lose. Ich sehe da gerade auch einen Spannjucht hängen. Ich denke mir, der Betreiber weiß das schon und wird entsprechend Vorkehrungen treffen. Dann kommt wieder unser altbewährtes Fazit zum Ende des Videos. Und ich habe wieder vergessen, euch vorher was ganz Wichtiges zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Like da. Schreibt eure Erfahrungen mit diesem Platz unter den Kommentaren unter diesem Video. Und wenn ihr sagt, boah, die fahren immer coole Plätze an, das eine oder andere ist für mich dabei, dann lasst doch mal uns ein Abo da und drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wo wir uns noch so rumtümmeln. Und die Abos kosten nichts, Leute. Nee. Und motivieren uns nur dabei, bei Wind und Wetter einfach jedes Wochenende loszujückeln. Und auf Instagram findet ihr auch immer zeitnah, wo wir gerade sind. Da halte ich euch täglich auf dem Laufenden. Ja, und jetzt kommt das Fazit zu diesem Platz. Wir finden ihn spitze. Ja. Die Lage ist super. Klar, jetzt hörst du, weil der Wind von da kommt, wirklich die Autos auf dem Damm. Bei Sommerabenden, wo man vielleicht auch ein bisschen das Fenster auf hat oder so, und mehr los ist, kann es stören. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den ganzen Tag am Strand auf dem Wasser war, weil du kannst ja super surfen, da schlafe ich auch bei der Geräuschkulisse. Meine, die Leute, die an der Mosel oder am Rhein fahren, die kennen das. Ja. Die sind näher an den Straßen dran. Und jetzt, fernab der Saison, mega ruhiger Platz, an dem alles gedacht ist. Wie gesagt, man kann jetzt sagen, das ist ein bisschen kurz, aber ich erinnere mich da gerade an Oberstdorf, wo du froh gewesen wärst, so viel Platz hier nach dem Stand gehabt zu haben. Also da passte wirklich ja noch der Stuhl hin und mehr nicht. Und von daher hast du ja hier noch dahinter Platz. Hier könnte ja auch ein Bus stehen, der mehr, weniger Platz benötigt. Und für ein Wohnmobil tut es das auf alle Fälle. Ja, und ich denke mal, wir werden in der Sommerzeit mit Sicherheit noch mal nach hier fahren, um zu sehen, wie voll der Platz dann ist. Genau. Wir sagen, auch der Platz war wieder eine Bereicherung in unserer Playlist. Von daher, bleibt dran. Wir freuen euch, wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich dachte, der eine im Fernsehen immer, das war spitze.